Jungs, Jungs, wir haben das Gewinnspiel vergessen. Oh. Scheiße, du hast vollkommen recht. Wir haben wirklich das One Piece Gewinnspiel vergessen, denn wir haben zu Pirate Warriors auch noch zwei Pakete, die ihr gewinnen könnt. Was gibt's denn genau? Wir haben hier einmal die Collector's Edition mit einer Ruffy Figur. Action-Figur mit ja. dem Spiel. Und dann haben wir einmal noch zusätzlich das Spiel mit einem Gummiarmband und Kaugummis. Gummiarmband und Kaugummis haben wir übrigens auch bei der Collector's Edition dabei. Ja, das war's schon. Ich will das Gummiarmband. Schon. Ich will die Kaugummis, ich brauche Frische in meinem Mund. Also, wer das Spiel haben will, sagt uns Bescheid. Wir kriegen die Gummis und das Kaugummi. Ja, also ihr könnt diese zwei Pakete gewinnen. Und was müsst ihr dafür machen, ne? Denn ihr könnt uns mal was zeichnen. Wir kamen auf die tolle Idee, natürlich auch, weil Kong und Zara das auch schon so vorüberlegt haben für uns. Genau, das war richtig cool. Das ist echt eine coole Idee, denn ihr müsst dann uns, also einen unserer Moderatoren oder am besten das ganze Team, natürlich auch Aria nicht vergessen, die heute jetzt nicht dabei ist, als Piratenfigur zeichnen. Also bedient euch am One Piece Universum, was ja echt riesig ist. Ihr habt es ja schon im Spiel gesehen und wir freuen uns sehr auf eure Einsendungen. Genau, und also die besten zwei werden dann je ein Paket von diesen wunderbaren Sachen hier gewinnen können und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ne? Und wir sagen mal ran an die Stifte und viel Spaß beim Zeichnen. Ja. Yeah. Ja, und hier ist die Mail-Anschrift, da müsst ihr es hinschicken. Also nicht damit zu vergessen. Ja, wir freuen uns auf eure Einsendungen. Ansonsten guckt natürlich auf Facebook, da stehen die ganzen auch detaillierten Informationen, was ihr machen müsst. Genau. Und ihr habt dann auch Zeit bis zum 15.10. Also auch einen ganzen Monat. Viel Spaß dabei. Wir halten die Daumen gedrückt. Auf jeden. Ja, tschüss.